Hallo Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Ja, heute gibt's ein kleines Unboxing. Das wird gesponsert von vom LKW gefallen und aufgesammelt und net. Nee, Spaß beiseite. Ich habe das ganz günstig bei den Prime Days geschossen. Das ist das SADIS SA901. Ja, genau. Das ist ein Gaming-Headset. Ja, für Music, für Gaming. 7.1. Ein bisschen unscharf. Ich stelle es ein bisschen schärfer. Ja, 7.1 Soundeffekt. Das hat Deep Bass. 120 Grad verstellbares Mikrofon. Softe Earpads. Und USB-Plug. Genau, an der Seite, da steht nochmal Gaming Headset SADIS oder SADIS Gaming Headset. Strichcode, Non-Strichcode, Black Blue, Black Red. Ich habe hier Black Blue, also das Blau-Schwarze, werdet ihr aber gleich noch sehen. Hier der Hersteller nochmal, der SADIS oder SADIS, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Hier die Rückseite. Gaming Headset, ganzen Beschreibungen in verschiedenen Sprachen: Britisch, Amerikanisch, Chinesisch. Deutsch, Koreanisch und Spanisch. Genau, hier steht nochmal die Typenbezeichnung. SA901, SADIS Gaming Headset. Hier oben. Da unten ganz viel wichtiger Kram. Telefonnummer. Ich lese nochmal die deutschen Sachen vor. Das stelle ich mal ein bisschen scharf. Genau. Die Spezifikation. Lautsprechergröße 40 mm. Dann haben wir da Frequenzschelte, ja, 20 bis 20.000 MHz, Empfindlichkeit 140 plus 3 dB und 1 kHz, Scheinwiderstand 300, maximale Leistung, bla bla bla, Mikrofon, Mikrofonkabellänge 3 Meter, Stecker USB, Gewicht etwa 305 Gramm. Ja. Genug mit dem Gequatsche. Ich mache es jetzt einfach mal auf, weil ich bin auch schon ganz aufgeregt. Na, wirst du wohl. So, dann kann der weg. Was haben wir denn hier? Packen wir erstmal beiseite, das gibt's gleich. Hier so ein Tütchen, damit das nicht gammelt, das kann auch weg. Was ist das? Eine Treiber-CD, DVD. Ob man die jetzt braucht, weiß ich nicht. Werde ich euch dann erzählen, wenn ich das das erste Mal benutze. Luftpolsterfolie kann man schön hier jetzt verkloppen lassen, wenn man Langeweile hat. Aber das brauchen wir nicht. Ja, kommen wir zu dem Headset selbst. 3 Meter lange Kabel ist in ein Tütchen eingepackt. Genau, 3 Meter lang. Ich werde das nicht enttüdeln, weil dann gibt es hier Chaos. Hier haben wir eine Fernbedienung. Kannst du mal eben anschließen. Gucken, ob das leuchtet. Oh. Ach, da hier ist noch so eine Schutzkappe. Blödel. So, dann ran an meinen Laptop. Tut sich nichts. Aber ich kann auf jeden Fall die Lautstärke von meinem Laptop gerade verstellen. Aber leuchten tut hier nichts. Das Mikrofon ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen für meinen Geschmack ein bisschen zu weich im Verhältnis zu meinem alten. Aber die fühlen sich schön weich an, die Polster. Ja, nur das Mikro ein bisschen. Hier kann man verstellen die Größen. Für einen fetten Schädel. Für einen kleineren kann man auf beiden Seiten machen. Ein bisschen schwerfällig, aber das wird wahrscheinlich. Und die lassen sich kippen hier. Ein bisschen so Tragekomfort. Ja, dass das jetzt nicht leuchtet, wundert mich.
Finde ich ein bisschen schade. Vielleicht muss ich den Treiber installieren. Werde ich euch dann erzählen, wenn ich mein erstes Let's Play oder Game Stream damit aufnehme oder streame. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meinem kleinen Unboxing hier. Treiber. Ja, wie gesagt, über ein Abo und einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und dann, bis dann.